Ja, servus Leute und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Ja, wir haben aktuell Samstag. Gestern am Freitag kam ja kein Vlog, da habe ich nur einen kurzen Stream gemacht. Und waren 20 Minuten, war relativ kurz. Ich habe da auch nicht viel Lust gehabt dazu. Ich habe es im Stream gesagt, das eine Schweinchen ist krank. Der Schmutti, der Weiße. Ja, die sind getrennt. Der Tierarzt war gestern da und hat sich angeguckt, hat gesagt, er hat auf jeden Fall Bauchschmerzen. Ja, aber was es ist, konnte er auch nicht sagen. Er kennt er von außen auch nicht. Ja, er hat halt jetzt gesagt, naja, er hat noch ein Medikament gegeben, das gegen die Bauchschmerzen hilft, quasi entkrampfend. Und ja, entzündungshemmend natürlich auch ist. Ist auch Antibiotika gewesen. Normalerweise hätte ich das nicht gemacht, aber wenn das Schwein krank ist, dann muss ich was machen. Ich kann nicht hergehen und kann sagen, die Sau ist krank, dann lasse ich sie einfach. Mache ich nicht. Das Fleisch ist zum Eigenverzehr gedacht. Ich habe eigentlich auch mal gesagt, meine Schweine brauchen sowas nicht. Und das war eigentlich auch immer das Ziel, dass ich ihnen nie Medikamente geben müsste. Aber es ist wie bei Menschen auch. Wenn ein Mensch krank ist und er braucht irgendwas, weil er krank ist, dann kann ich auch nicht sagen, kriegst du jetzt nicht, musst halt mit den Schmerzen leben, oder wenn es der schlecht ist, dann speist dich halt x-mal und kannst halt drei Dosen nichts essen, das ist ja dann dein Problem. Wir als Landwirte haben eine Verantwortung für die Tiere, auch ich, auch als kleiner Zeuger habe eine Verantwortung für die Tiere und muss gucken, dass es ihnen gut geht. Und wenn ich merke, dass es dem Schweinchen nicht gut geht, dann kann ich nicht einfach die Augen zudrücken und kann sagen, oh ja, es gibt sich von ganz alleine wieder und juckt mich doch nicht. Nee, mache ich nicht. Deswegen war der Tierarzt da, der hat eine Gäste gespritzt, der hat ihn untersucht, hat gesagt, es ist irgendwas im Magen wahrscheinlich, vielleicht was falsches Fressen, durchaus möglich. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Er hat gesagt, ich soll es halt beobachten. Das habe ich jetzt gemacht. Gekackert hat er gestern dann noch einmal, da habe ich noch einen Tipp angewandt, den er auch noch da gelassen hat. Ich soll noch einmal, falls irgendwas im Mund quäligt, ich soll noch mal Sauerkraut mit ein wenig Öl geben. Öl steht noch da drüben, aber ich nehme noch einmal was rein. Wollte aber nicht. Gestern Abend hat er es gefressen. Einfach ein normales Sauerkraut nehmen, ein bisschen Öl drüber, das Ganze vermengt. Und ja, gucken, dass er das frisst. Wenn irgendwas im Magen drin ist, wenn was quäligt, sei es ja das Steinchen oder was erwischt oder was auch immer, dann wickelt sich quasi das Sauerkraut ein bisschen drumherum und dann scheidet er das leichter aus. Außerdem hilft es, das führt quasi ein bisschen ab bei den Schweinen. Ja, und das Öl natürlich, dass es leichter flutscht. Naja, gekackert hat er auf jeden Fall gestern. Ja, so mittelmäßig hat er erwischt, da war noch ein Kürbiskern dabei und ein Stahler war mit drin, aber wirklich ein Stahler, ganz klar. Und ansonsten eigentlich ganz normal wie immer. Ja, heute den ganzen Tag ein wenig beobachtet, heute früh hat er mal einen Apfel gefressen, ein bisschen Salat hat er gefressen. Aber so recht fit ist er auf jeden Fall noch nicht. Der hockt noch in seiner Box da vorne drin. Ich habe da jetzt den Strahler. Ich habe leider keine Hängelampe mehr, wir hatten noch mal eine, aber die ist irgendwie weg. Ich muss mal gucken, dass ich wieder eine herbringe. Ich habe jetzt den Strahler da reingehängt, da ist eine Infrarotlampe drin, also nicht eine Rotlichtlampe, sondern eine Infrarotlampe. Ja, das Ding macht schön Wärme, da sitzt er jetzt da drunter, also ich habe so gehängt, dass er quasi an dem Platz, wo er die ganze Zeit liegt, dass er ein wenig Wärme von oben hat, ist nicht verkehrt. Schadet vielleicht auch nicht. Ja, da hängt die jetzt schon eine Zeit lang und das genießt er scheinbar auch ganz gut. Ansonsten, die Ohren waren gestern früh mal richtig heiß, die haben richtig geglüht. Da hat er auch Fieber gehabt, jetzt sind sie wieder Normaltemperatur, also ist nichts mehr dabei. Aber er hängt halt immer noch ein bisschen rum, es geht noch nicht so ganz gut. Ja, da wenn was im Magen drin ist, es dauert halt bis das raus ist. Und ich habe vorhin beim Tierarzt nochmal angerufen, ich habe nachgeschildert, dass er nicht viel getrunken hat. Und dass er auch nicht gepieselt hat weiter. Also es kann durchaus sein, dass er ein wenig eine Blasenentzündung mit hat. Kann ja alles sein. Ja, beobachten.
hilft alles nichts. Beobachten, das Medikament, was er gekriegt hat, das wirkt auf jeden Fall ein wenig länger. Das ist gut. Also das ist jetzt nicht was, das was jetzt da nur akut 5 Minuten hilft und dann verfliegt es wieder. Sondern dieses Antibiotika, was er gekriegt hat, das wirkt auch einmal 2-3 Tage lang. Soll es ja auch, wie gesagt, entzündungshemmend, falls irgendwas wäre. Ja, beobachten. Also wie gesagt, ganz fit ist er noch nicht, aber gefressen hat er zumindest ein bisschen was. Weintrauben hat er heute auch ein paar gefressen. Also wenigstens ein paar Kleinigkeiten und vor allem was da, wo halt Flüssigkeit drin ist, dass er nicht ganz austrocknet, da muss ich schon aufpassen. Weil wie gesagt, ich habe zwar einen Wassereimer hier stehen, der ist jetzt wieder frisch, aber es hat ja nicht wirklich was gefehlt gehabt vom gestrigen. Ich meine, gut, ein normaler Mensch, der wenn er Verstopfung oder was hat, und zwar richtig eine Verstopfung, ich kenne es von mir selber, mir ist das einmal passiert, ich konnte 3 Tage lang wirklich nicht aufs Klo gehen. Und dann war mir den einen Tag so dermaßen dreckig. Ich habe Kopfschmerzen gehabt, Bauchschmerzen gehabt, Fieber gehabt. Mir war speiübel schlecht. Ich konnte den ganzen Tag nichts essen. Ich habe auch nichts trinken wollen und nichts. Also ist durchaus möglich, dass das, wie gesagt, eine Verstopfung ist. Aber deswegen das Sauerkraut, da kriegt er dann heute Abend auch noch mal Ration. Da werde ich nur noch mal was runterbringen. In der Hoffnung, dass er noch was davon frisst. Ja, und ich habe sie natürlich jetzt getrennt gelassen, die beiden. Das Feigelchen ist da hinten, dem habe ich jetzt auch eine frische Box gemacht. Du machst schon eine Sauerei, gell? Du bist ja eine Sau. Ja. Der war heute auch draußen, den Schmutti habe ich aber nicht mit rausgelassen, dass er mir jetzt nicht da draußen herumrennt. Das muss nicht sein, wenn er was hat, dann soll er ein wenig hinabbleiben. Ich habe da ein schönes Strohbett gemacht und die Wärmelampen mit reingehängt. Ist auf alle Fälle, denke ich, besser, als wenn er jetzt draußen dann in der Nässe und in der Kälte rumrennt, weil es hat heute wieder ein bisschen geregnet gehabt. Muss nicht sein. Ja, wie gesagt, hier vorne beim Ferkel habe ich einmal sauber gemacht. Man sieht jetzt noch die Feuchtigkeit am Boden, hier ist gründlich rausgewaschen. Auch der Gang ist einmal gründlich rausgewaschen hier, dass da wieder alles weg ist. Und ja, natürlich beide frisches Wasser. Hier und da frisches Stroh. Sägespäne hier vorne, dass Feuchtigkeit, die anfällt, gleich aufgesaugt wird. So viel zum Thema wegen Gülle immer. Also gibt, wie gesagt, keine. Ich habe Stroh hinten, das saugt auf jeden Fall auf. Und immer an der vorderen Schicht hier ein wenig Sägespäne, wo es rauslaufen könnte. Da läuft nichts raus. Die einzige Feuchtigkeit, die hier im Gang ist, das würden sie immer naus und nei gehen. Durch das, dass sie den Dreck von draußen mit nei bringen, da ist ein Haufen Wasser dabei. Ja. Das mampft auf jeden Fall jetzt. Da lassen wir ihn auch einfach einmal. Und den beobachten wir einfach weiter. Viel mehr machen können wir jetzt im Endeffekt nicht. Alles, was jetzt machbar ist, ist gemacht. Und jetzt hoffen wir einfach, dass er dann wieder fit ist, dass er wieder gesund wird und dass die Bauchbeschwerden dann wieder weg sind. Mehr, wie gesagt, kann ich leider auch nicht machen. Ist einfach so. Die Lampe muss ich dann später natürlich wieder abstellen. Die kann ich nicht drinnen lassen, das ist keine Hängeleuchte. Da ist mir das Risiko zu groß, die, wenn sie runterrammen, das ist so eine alte Klemmleuchte, Schreibtischleuchte. Wenn sie die runterrammen, die ist natürlich knallheiß. Und wenn das die in Stroh fällt, dann habe ich hier unten einen Vollbrand. Das machen wir auf keinen Fall. Deswegen werde ich die dann raus da. Ich lasse jetzt noch einen Moment hin. Habe die Tür da drüben jetzt auch zugemacht, dass da drüben quasi ein bisschen warm entsteht, wo er jetzt ist. Heute Nacht hat er sich eingegraben gehabt, also letzte Nacht. Ins Stroh hat sich ein richtig Strohbett gebaut. Ich habe es jetzt bloß wieder alles breit gezogen. Dann muss ich dann selber wieder eins bauen. Weil ich kontrolliert habe eben, ob er uriniert hat. War aber wie gesagt leider nichts. Ja. Dem Schmuddi geht es halt wie gesagt einmal nicht so gut. Und Feigelchen ist dafür topfit. Und eine Nervensäge. Naja. So ist es halt. Hilft nichts. Müssen wir jetzt durch. Das ist immer das, wenn du Tiere hältst, es kann immer mal was sein. Das habe ich schon mal gesagt. Das habe ich damals schon gesagt, wenn mir mein Feld unten abgebrannt ist. Wenn ich ja Futter kaufen muss, muss ich ja Futter kaufen, da kann ich nichts ändern. Dann ist das nun mal einfach so. Und wenn das Tier krank ist, dann habe ich die Verantwortung dafür, dass es dem Tier wieder besser geht. Und das ist auch hier ganz, ganz klar der Fall. Ich kann nicht einfach sagen, naja, der ist jetzt krank und dann lassen wir ihn halt krepieren.
So, jetzt bin ich hier unten gar fertig. Ich habe bei den Hühnern auch ein bisschen frisch eingestreut. Natürlich auch frisches Wasser rein. Aber du brauchst dich gar nicht so aufregen, mein Freund, du hast es gehabt. Okay, jetzt wird es unmöglich sein. Ja, die Wärmelampe beim Schmutti habe ich ausgeschaltet. Die kühlt jetzt noch einen Moment aus, dann nehme ich sie mit auf. Die lasse ich nicht hier unten. Ja, wie gesagt, da muss ich gucken, dass ich wieder so, so eine Radfarblampe herkriege. Wie sie halt eigentlich nicht sind, aus so Metallgehäuse. Die hat nochmal früher eine mit Kunststoffgehäuse. Die hat auch funktioniert, aber irgendwie ist die verschollen. Vielleicht war sie kaputt oder was, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, da brauche ich wieder eine. Einen Haken haben wir da in der Decke, da hängen nämlich gerade mein Kabel dran. Da hingen die eigentlich immer. War früher bei den Hasen, wir haben das in beiden Boxen vorne und hinten. Die sind nochmal reingekommen, da waren früher hier noch Schweine drin, da kam die Lampe rein, dann hatten wir sie zeitweise bei den Hasen, dann hatten wir bei den Meerschweinen, dann war es immer noch bei den Hühnern und dann mal bei den Quietschi unten, also bei den Gänsen, beziehungsweise bei den Enten. Ja, und dann irgendwann ist es ja lustig gegangen, keine Ahnung. Wer weiß. Auf jeden Fall. Hier unten bin ich jetzt durch. Das passt soweit. Ja, zum Antibiotika noch einmal. Ich weiß, dass das bei anderen Landwirten oft einmal heißt, die machen das ja schon prophylaktisch, da wird ja das Tier schon mit Antibiotika früh gepumpt. Und überhaupt, das ist wie gesagt bei mir nicht der Fall. Bei mir ist das nur, weil er krank ist. Ich sage das an der Stelle noch einmal dazu. Ich mache das ja nicht vorsorglich. Naja, jetzt gucken wir mal, wie es da morgen ist. Also ein bisschen was hat er da. Ich werde später, wie gesagt, dann immer was bringen. Er hat jetzt gerade nichts gewollt. Abwarten. Ich kann ihn nicht zwingen, dass er jetzt was frisst und ich kann ihn jetzt nicht zwingen, dass er was säuft. Ich kann es nur immer wieder anbieten, kann immer wieder den Eimer hinhalten. Ja, vorhin, wie gesagt, hat er dann auch mal ein bisschen, aber... Ja. Schauen wir mal. Also hier bin ich auf jeden Fall soweit durch. Jetzt mache ich da noch mal Mist verfahren. So, wieder habe ich noch weiterer Streck, wie immer. Da gibt es übrigens eine gute Nachricht. Mein KA15 läuft wieder. Ja. Die gute Nachricht ist, es geht wieder, die schlechte Nachricht ist, ja, ich habe Lackschaden. Nee. Die gute Nachricht ist, es waren einfach nur die Kohlen kaputt. Vorher hat er ausgebaut gehabt, den Anlasser. Das ist alles recht schnell gegangen, ich habe es gerade mitgekriegt, der hat ihn ausgebaut. Und dann hat er gesagt, also die Kohlen sind komplett unten. Hat neue Kohlen bestellt, neue Kohlen eingebaut. Läuft wieder. Springt wieder tadellos an. Heizegarmo gezogen, ich habe vorgeglüht gehabt, gezogen. Und bei der zweiten Umdrehung ist der Bulldog gelaufen. Ja gut, wir haben keine Minusgrade, das ist ein Plusgrade draußen. Das sieht ja alle Matsche wieder. Aber ja, freut mich. Gut, da haben wir noch was. Ich muss nämlich dann vorher hingehen. So, ich zeige euch noch das Stadtverhalten. Ich muss eh runter zu der Halle fahren. Ich brauche wieder mal Aufsteckbeleuchtung hinten. Und ja, dann werden wir uns morgen wieder sehen. Also, viel Spaß beim Stadtverhalten jetzt vom KA15. Also ruckzuck, optimal. Besser geht's gar nicht. Ja, pack jetzt wieder vor sich hin. War bloß die Kohle vom Anlasser. Springt er meiner Meinung nach besser an, weil vorher hat er immer so ein wenig komisch getan. Da hat der Anlasser schon ein bisschen funktioniert. Jetzt ist es
Standverhalten durch die Anlasse ist noch besser geworden. Die Pleuel und die Anlasse. Also. Ja, Sonntag ist. Ich befinde mich wieder im Schweinestall bei meinem Patienten. Tja. Der Schmudi, der Kleine. Also es scheint mir gewaltig nach einer Verstopfung auszuschauen. Ja, im Internet noch ein wenig recherchiert, also die hat es schon gesagt, kann ja sein, dass man so Quämung drin hat, das ist ja eben das Sauerkraut, das führt, oder das führt ab. Ja, im Internet ein wenig recherchiert, Schweine und Verstopfung, wenn man eingibt, ja, da steht dann drin, Schweine sind da halt sehr wie der Mensch. Wenn man eine Verstopfung hat als Mensch, das gibt es ja bei ein paar wenigen, mich hat es ja wie gesagt auch schon mal betroffen, kann eine Verstopfung wirklich richtig böse sein, dass der danach saudreckig ist. Andere, die haben halt dann bloß dieses Völlegefühl. Ja, bei mir war es dann halt auch so. Speiübel schlecht, Fieber, Kopfschmerzen, total kaputt. Ja, und es scheint hier auch so zu sein. Also Schweine können durchaus auch so reagieren. Und Schweine sind genauso klug wie der Mensch, was das angeht. Wenn unten nichts rauskommt, dann fressen die natürlich oben nichts rein. Dann nehmen die nur das Nötigste ein. Ich meine, würde jeder von uns auch machen. Es schmeckt ja alles, wenn man wirklich so ein richtiges Blähgefühl hat und es ist einfach schon schlecht, dann isst man als Mensch ja auch nichts. Und ja, so ist es beim Schwein eben auch. Ich habe mir jetzt hier unten ein paar Weintrauben her. Da hat er heute ein paar gefressen. Ein bisschen Apfel hat er gefressen. Nicht die Welt. Paprika wollte er nicht. In der Schüssel da, das ist eine Mischung aus Wasser, einem kleinen Spruz Apfelessig und einem Teelöffelchen Honig. War heute früh warm, also minimal davon könnte er eingenommen haben, aber nicht wirklich die Welt. Der Wassereimer schaut auch noch ziemlich unberührt aus, also er mag halt einfach jetzt nichts. Ist natürlich, wie gesagt, gefährlich. Muss man ein wenig aufpassen, dass sie nicht dehydrieren. Aber zumindest ein paar Weintrauben, so richtig schön saftige Weintrauben hat er genommen. Sauerkraut wollte er leider keins mehr. Habe ich versucht, hat er nicht genommen. Das hat sich dann mein Ferkelchen geholt. Ja, der hat dementsprechend Durchfall. Ja, wie kann so eine Verstopfung entstehen? Tja, ich habe ihnen letztens ein wenig Getreide gefüttert und ein paar Haferflocken dazu. Kann unter Umständen da daherkommen. Die Vermutung liegt auch nahe. Mir fehlt eine Henne. Eine alte Henne, eine weiße Henne. Könnte durchaus sein. Man weiß es nicht. Dass die Schweine sie gefressen haben. Kann natürlich auch sein, dass nicht da was quer im Magen drin liegt. Ja, das weiß man nicht. Also, die braucht bloß vom Stängler gefallen sein oder. Man, Schweine sind nun mal Allesfresser, sollen sie zwar eigentlich nicht machen und das machen sie ja auch normal nicht, weil die Zwergseitenhühner, wo ich habe, die laufen ja auch in die Boxen hier drin rum, wenn die Schweine drin sind, da passiert überhaupt nichts, also ich denke dann wahrscheinlich war sie drin gelegen oder was, sonst gehen die Schweine da auch nicht noch. Also kann da wie gesagt auch sein, dass was quer drin liegt und da hat mein Tierarzt gesagt, das wäre das erste Schwein, das das gemacht hat, versehentlich sowas gefressen hat. Ja. Tierarzt jetzt am Wochenende dann nochmal erreichen, ist natürlich ganz schwierig. Ich habe jetzt gesagt, ich beobachte meinen Kleinen hier einfach noch ein wenig. Ich habe die Rotlichtlampe jetzt aufgehängt. Ich habe gestern diese Wärmewellenlampe aufgehängt. Das ist das weiße Ding, was da drüben liegt auf die grauen Kisten. Und jetzt habe ich die richtige Rotlichtlampe. Die strahlt ein bisschen mehr Wärme ab. Ja, das ganze Patent ist natürlich nicht so toll. Wie ihr seht, das ist halt eine alte Strahle, so eine Klemmstrahle. Ich habe bei Granit, weil wir eh was bestellen müssen, gleich einmal so eine richtige wieder neue an Kette dran. Mit 5 Meter Kabel, die ich dann hier reinhängen kann. Und ja, ist sinnvoller wie so, aber ich habe keine mehr gehabt. Und ja, wie gesagt, Wochenende. Es ist meistens so, wenn was ist, dann ist es am Wochenende. Schade. Jetzt schauen wir halt einmal. Ja, also im Moment ist er müde, ist er fertig. Ich meine, wie gesagt, man kennt es ja selber, wie es ist. Wenn es einem nicht gut ist, dann will man am besten seine Ruhe haben. Er hat aber heute mal ein Nest gebaut, also hier drin gewaltig am Stroh rumgewühlt gehabt und hat Nest gebaut. Ich habe mir heute dann auch einmal die Wärmelampe genommen, habe sie relativ nah an den dran gehalten, sodass halt die Temperatur in Ordnung ist.
und habe mir dabei kräftig den Bauch massiert. Das hat mir sichtlich gut getan, hat er sich auch auf die Seite gelegt, hat schön freudig vor sich hingegrunzt. Und du hörst dann auch, es gluckert in ihm gewaltig. Und dann hat er auch einmal, ja, lustig wie es klingt, dann Furz getan. Und dann hast du gemerkt, er hat gequetscht gehabt. Du hast gemerkt, er hat sich so richtig zusammengezogen und dann hast du aber gemerkt, er kann nicht. Er hat dann heute doch einmal zwei Bröckchen rausgekackt und die liegen hier drüben. Ich habe die mal auf Seite gelegt. Na gut, bin ich drüber gesappt. Knüppelhart die Dinge. Und richtig trocken. Ja. So ist es halt. Wie gesagt, steckt man halt da drin. Im Internet, wie gesagt, da jetzt noch mal recherchiert. Also es kommt wohl vor, wenn sie mal zu viel trockene Sachen gefressen haben oder was Falsches gefressen haben. Oder dann können die schon mal Verstopfung kriegen. Ja, wundert mich, das war die ganze Zeit nicht. Aber gut, ich habe, seit ich sie habe, ehrlich gesagt, hier unten glaube ich auch noch keine Haferflocken gefüttert. War das erste Mal, vielleicht war das der Fehler. Ich hätte sie vielleicht einweichen sollen. Ja, hinterher ist man schlauer. Ich meine, ich weiß nicht, ob es überhaupt da davon kommt, weil ich finde keine Haferflocken da innen. Was ich finde, das sind Kürbiskerne, wenn ich das auseinanderfriemel. Und Weintraubenkernchen sind drin, aber das war dann auch schon alles, was du siehst. Also, wie gesagt, wo es herkommt, weiß man nicht. Das kann sein, die haben was Falsches gefressen. Oder, naja, bei Menschen auch. Du kannst ja auch mal was essen und am nächsten Tag geht es dann nicht gut. Ja, und so ist halt bei ihm dann auch. Naja. Müssen wir mal gucken, dass der Kleine hier wieder fit wird. Na. Diese Temperatur hat er keine, das ist schon mal gut. Der hat ja, wie gesagt, am Freitag früh richtig geglüht. Das hast du an die Ohren schon gemerkt. Da hast du hier oben an die Ohrenspitzen gelangt. Die waren richtig heiß. Beide. Und ja, bewegen wollte sich da überhaupt nicht. Der war am ganzen Körper auch heiß. Das haben wir jetzt überhaupt nicht. Halt ganz normal die Körpertemperatur. Aber ich denke, kein Fieber. Ich müsste es messen, aber ich denke mal, das ist kein Fieber. Das würdest du sofort merken. Na, Kleine. Er lässt sich auch anfassen. Das genießt er auch. Und wie gesagt, was mir halt gefällt, das ist, wenn man ihn dann ein wenig massiert. Tja, Schweinewildnis. Upala. Ja, so war ich da vorher noch mal eine ganze Stunde hingesessen, hab halt fleißig massiert. Abwarten. Mehr kann ich nicht machen. Morgen früher mal gucken, wie es dann ist. Ob er von dem Obst- und Gemüse da noch was nimmt. Ja, und zur Not brauchen wir halt nochmal den Tierarzt. Das hilft da nichts. Ich scheue da ehrlich gesagt keine Kosten. Darum ist es mir nicht. Das Tier tut mir auf jeden Fall leid, wenn es krank ist. Das sage ich ganz ehrlich. Und ich meine, man weiß selber, wie es ist, wenn man krank ist. Man möchte, dass einem geholfen wird und ich denke, ihm geht es auch so. Jetzt warten wir einfach mal ab, wie es da morgen ist. Ich lasse nicht da das Wasser stehen. Ich lasse nicht auch da das Obst und Gemüse liegen. Ich habe es eigentlich im Trog drüben gehabt, aber da haben sie jetzt von mir die Hühner geholt. Und ja, dann lege ich es nicht lieber dahin, da gehen die Hühner da nicht direkt ran. Außerdem sehe ich dann auch wirklich, ob er was gefressen hat oder ob sich da bloß die Hühner wieder aus dem Trog rausstipitzt haben. Das ist ja das Nächste. Das Ferkelchen habe ich nicht mehr drüber gelassen. Die hat zwar gesagt, ich könnte es wieder machen am Freitag zu meinem Vater, aber nachdem es noch nicht besser geht und wie gesagt, um ein bisschen besser zu überwachen, habe ich ihn lieber alleine gelassen. Ich denke, das ist ein wenig besser. Na gut. Ja, mehr gibt es dann hier wieder nicht zu sagen. Das war es dann schon wieder für den Sonntag. Wie gesagt, wir haben immer noch einen Patienten, der andere randaliert, den nervt es, dass er alleine ist, das weiß ich schon. Ja, ist gut. Ja, schauen wir mal. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, jetzt war ich gerade noch einmal unten beim Patienten. Ich
konnte es jetzt nicht lassen. Ich wollte jetzt doch noch einmal runtergucken. Ja, der war schon im Traumland, hat schon geschlafen. Ich habe den jetzt leider aus dem Schlaf gerissen. Oder sagen wir mal, das war nicht ich, das war der andere. Weil ich bin rein mit Taschenlampe, schön leise und vorsichtig. Ja, und der andere hinten hat gleich den Lichtstrahl gesehen und gleich wieder angefangen. Der ist im Moment total... Ja, der braucht unbedingt eine Sau, also ganz, ganz dringend. Ich brauche eine rotbunte Husumer Sau. Jetzt wird es wirklich langsam Zeit. Der braucht echt eine Magenwechslung. Der Kerl, der dreht ja durch. Also der hat einen an der Waffel, ich sag's euch. Wahnsinn. Ich habe vorhin, der Schmutti, der wollte dann doch einmal aus der Box raus, wollte sich ein bisschen bewegen. Und dann habe ich ihn ausgelassen. Dann ist er ein bisschen im Gang hin und her und dann wollte er hinten einmal rein. Da hat er hinten an der Tür rum, wo der andere drin ist, dann habe ich ihn reingelassen. Ja, ist nein. Hat den anderen angestupfelt, der andere gleich gemerkt, boah, geil, ist ja auch nicht da. Ja, natürlich gleich bestiegen. Ne? Also. Kerle. Du bist echt, naja, der Wahnsinn. Naja, der andere, der hat dann vorhin ein bisschen laufen müssen, weil der andere ja vorne bestiegen hat. Und dann hast du gemerkt, der will wieder in seiner Box, der will wieder seine Ruhe haben. Ja, haben ihn dann wieder vorne reingelassen. Also, ein bisschen Bewegung hat er gehabt. Ich war jetzt unten. Gekackert hat er bislang nicht, aber er hat jetzt was gefressen. Vor die Apfelstückchen, die vorhin drin waren, da fehlt ein bisschen was. Ein Stück von der Paprika ist weg, Weintrauben sind auch weg und von den Mandarinen, wo ich vorhin mit rein habe, fehlt auch ein Teil. Also er hat wieder ein bisschen was gefressen, das ist sehr gut. Ja, er muss was fressen, weil sonst kann das andere unten irgendwann nicht raus, weil es muss ja irgendwas nachschieben. Ja, am Wasser kann ich so gar nicht sagen, ob er dran war. Man müsste sich eigentlich einen Strich mit einem Edding oder was machen, dass man es erkennt, aber... Ja, mal schauen. Also wie gesagt, wenn er wenigstens ein wenig Obst gegessen hat, da ist ja auch Flüssigkeit drin. Ich kann jetzt nicht hergehen und kann ihn mit einem Schlauch dann probieren. Ich habe es vorhin mit einer Spritzen probiert. Habe dann so eine handelsübliche Spritzen immer mit ein bisschen Wasser aufgezogen und habe es versucht ins Maul zu geben. Ja, ist keine gute Idee. Also ich habe Handschuhe angehabt. Ja, wenn du da an seinem Maul rumhantierst, das hat mir nicht gefallen. Hat er dann auch einmal zurückgeschnappt, so wie, hörst jetzt einmal auf. Wie gesagt, ich kann ihn nicht dazu zwingen, ich kann jetzt bloß einmal abwarten, wie es dann morgen ist. Jetzt hat er gerade wieder einen gewaltigen Furz getan. Klingt lustig, ist aber so. Stinkt elendig, also was auch immer der gefressen hat, der... Oh. Ja, hoffen wir mal, dass morgen besser ist. Temperatur hat er wieder nicht. Ohren sind wieder kalt. Ich weiß, die Ohren sind kein optimales Ding, um zu testen. Aber die Temperatur, du müsstest Fieber messen, indem du das nach hinten reinsteckst, das Fieberthermometer. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, mit einem Fieberthermometer da unten noch zu ärgern. Zumal er ist jetzt dann aufgesprungen, hat auch gleich geschaut, hat wieder ganz normal geschmust. Also ich hoffe mal, es wird wieder. Ich hoffe mal, es ist nichts zu ernst. Deswegen gesagt, ich denke, es ist eine Verstopfung, aber müsste wieder werden. Naja, aber wie gesagt, für den anderen, es wird jetzt definitiv Zeit. Ich brauche eine Sau. Problem ist bloß, ja, ich darf sie nicht weiter wie 65 Kilometer transportieren. Ich habe keinen Transportschein, keinen Sachkundenachweis zum Tiertransport. Das heißt, ich darf kein Tier weiter wie 65 Kilometer selber transportieren. Ja. Arche Wade hat natürlich, aber ich kann ja schlecht mit meinem Auto da rauffahren, kann es hinten reinladen und kann dann von der Arche Wade hier wieder runterfahren. Bisschen schlecht, ja. Brauche ich entweder dann ein Transportunternehmen, das mir eine Sau herfährt oder jemanden, der einen Transportschein hat. Keine Ahnung, wie ich das am besten anstelle. Ich bin mittlerweile auch schon am Überlegen, nachdem ich hier unten bei uns nirgendwo in der Gegend was in Richtung rotbunte Husumer kriege, ob ich dann erst einmal was anderes dazu stelle, dass er überhaupt da mal was hat. Und ja, weil mein Tierarzt jetzt wieder da war, hat er gesagt, naja, du musst Mangalitza, die Wollschweine, du musst Wollschweine. Und ich bin echt am Überlegen, da hätte ich die Chance, gibt es hier, ob das vielleicht noch eine Option wäre. Also natürlich nicht auf Dauer, ich will schon eine Husumer Sau haben, aber ob ich dem Ferkelchen dann jetzt erst einmal Mangalitza Wollschwein vorsetze quasi als Sau. Keine Ahnung, ich bin mir auch noch nicht sicher, wie ich es mache. Auf jeden Fall, da wird es Zeit. Man merkt jetzt, der ist, ja, wie sagt man denn bei einem
Schweine überhaupt? Ist das dann prünftig? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Aber man merkt es nicht an. Er möchte jetzt, der ist jetzt total geschlechtsreif und am liebsten auf der Stelle und sofort und gleich. Und da gehe ich nein, da geht er mich immer an. Also er ist nicht bösartig, dass er mich angeht, aber der muss halt, der schnupfelt er, dann geht er an die Hosen, dann schlappert er an die Hosen, dann gaffert er so und... Ne, und den anderen, wenn es da rein lässt, den muss er gleich besteigen. So wie, ne, und dann wieder unten gucken und dann merkt er wieder, ja, das ist ja eigentlich ein kastrierter Eber, da hängt ja was dran, das ist ja gar keine Sau. Ja, mein Gott, ich kann es ja nicht ändern. Also da muss ich echt gucken, dass ich was herkriege. Mal gucken, von wo und wie. Ja, vielleicht auch einmal diesen Sachkundenachweis machen, dann kann ich auch weitere Strecken transportieren. Tja, den habe ich wie gesagt nicht. Wird halt doch mal Zeit dafür. Aber man wächst mit seinen Aufgaben. Immer eins weiter, immer das nächste und weiter probieren und dann schauen wir mal. Wie gesagt, jetzt lasse ich es einmal in Ruhe. Morgen früh, wenn ich dann ganz normal unten aufmache, schaue ich einmal, wie es mir geht. Vielleicht geht es mir bis morgen früh auch schon deutlich besser. Ich muss mal gucken, selbst wenn es mir morgen noch besser gehen sollte, werde ich mir wahrscheinlich noch im Stall drin lassen, einfach zur Beobachtung. Ich bringe mir dann ein wenig frischen Apfel oder sowas mit runter, dann hat er was zu fressen drin. Und war auch meine Mutter noch einmal Bescheid sagen. Ansonsten, wenn er morgen wieder nicht weiter gefressen hat oder nicht gekackert hat, dann rufe ich früh den Tierarzt nochmal an und dann ja, muss er mal gucken, dass der dann irgendwie, ja, wenn er den letzten Hausbesuch quasi gemacht hat, dass er mich dann anruft und dass er dann eventuell noch bei mir vorbeikommt, weil von mir zu ihm sind es 3,5-4 Kilometer oder sowas. Vielleicht kann er dann einfach da mich als letzte Station, dann kann ich von der Arbeit mal schnell weg, kann heimfahren. Muss ich mal gucken, wie wir es machen. Aber jetzt drücken wir einfach mal die Daumen, vielleicht ist bis morgen wirklich besser. Ich meine, Verstopfung löst sich irgendwann auch wieder und ja, gucken wir mal. Gut, dann war es das jetzt aber definitiv für den Sonntag. So, mal gucken, jetzt wird der Akku gleich schlapp machen. Tierarzt war heute nochmal da, wir haben Montag. Er hat mir nochmal gespritzt. Das mal wieder was Krampflösendes. Und ja, gucken wir mal. Jetzt magst du nicht mehr, oder wie? Ja, er hat mir auch den Rat gegeben, ich soll jetzt auf jeden Fall gucken, dass er jetzt ganz dringend was trinkt. Weil, wie gesagt, er hat am Wochenende so gut wie gar nichts getrunken. Wir haben heute einen Apfelsaft mitgebracht. Und davon habe ich jetzt circa die halbe Flasche, konnte ich noch einflößen mit einer Spritze. Recht mühsam, weil es eine 5 ml Spritze ist, aber es ging ganz gut ins Maul rein. Alleine saufen wollte nicht. Also, weiß nicht. Auf jeden Fall mit der Spritze ist es ganz gut gegangen. Und jetzt habe ich ihn gerade mit Äpfeln versorgt. Er hat jetzt hier, ja, ich sag mal, 8 Äpfel verputzt und eine Birne und ein bisschen Paprika. Ist schon mal Anfang. Da katscht er natürlich jetzt ein wenig drauf rum auf dem Rest. Die Flüssigkeit, wo da innen steht, da habe ich ein bisschen Apfelsaft mit oben drauf gekippt. Weil die Paprika schmeckt scheinbar doch nicht so gut, die will er nicht. Aber die Äpfel, da waren ein paar Süße dabei, da war er wie ein Geier. Also da hat er mir fast die Finger abgebissen. Ja, auf jeden Fall, er frisst was und das ist schon mal gut und das ist das Wichtigste. Und ja, man muss es ausnutzen, solange wie es geht, dass man ihm was andreht. Okay. Du hörst mir zu, ne? Da hört gleich das Fressen auf. Ja, muss man schauen. Solange er was frisst, dass er was frisst, dass er wieder ein bisschen zu Kräften kommt. Weil ich habe es am Freitag 10, das Medikament hat angeschlagen, da hat er richtig Kohldampf gehabt. Ja, und ich muss natürlich jetzt gucken, in der Zeit, in diesem kurzen Zeitfenster, dass er so viel wie möglich reinkriegt, dass er wieder zu Kräften kommen kann, dass er quasi gar wieder fit wird. Weil wenn ich es jetzt nicht schaffe, schwierig. Stinken würde. Huiuiui. Gekackt hat er wieder nicht. Also, wie gesagt, er hat halt auch nicht viel gefressen, wenn er Verstopfung drin ist. Ja, schauen wir mal. Kann auch, wie gesagt, eine Blasenentzündung sein. Wir sind uns nicht sicher, aber auf jeden Fall gucken wir mal. Weil Blutentnahme und so, hat er gesagt, macht man normal nicht. Welche Flüssigkeit, wir könnten einen Tropf geben, aber der Tropf reißt er sich hundertprozentig aus, weil der Tropf wird normalerweise übers Ohr gegeben. Und den reißt er sich 100% aus. Dann hat er gesagt, wir probieren es jetzt auf die Art und Weise, möglichst mit irgendeiner Spritzen oder was einflößen.
Und wie gesagt, jetzt frisst er gerade einmal und das ist ganz gut. Ja, und der andere grunzt da hinten vor sich hin. Der ist sauer, weil er bloß Rosenkohl noch übrig hat. Der hat heute Futter gekriegt gehabt und da ist noch Rosenkohl übrig. Gekochter Rosenkohl. Den mag der Herr aber nicht. Ja, der andere kriegt hier vorne jetzt quasi Äpfel und Birnen und der andere muss sich da hinten mit dem Rosenkohl begnügen. Das passt dem jetzt nicht. Aber ich kann es nicht ändern. Also, das ist halt so, das muss er schon auffressen. Normal machen sie das ja auch. Ja, da muss er jetzt durch. Und der Kleine, ich bin jetzt auf alle Fälle froh, dass er jetzt was frisst. Das ist auf jeden Fall schon mal besser wie gar nichts. Und 8 Äpfel, jetzt sind es fast 9 Äpfel, wo er Futter hat. Beziehungsweise 9,5 Äpfel eigentlich, eine Birne und naja, eine Viertel Paprika, sagen wir mal. Es ist ein Anfang. Also, ich meine, ein Mensch, der ein paar Äpfel isst, der ist ja auch relativ zügig satt dann, weil irgendwann machen die auch satt. Klar, viel Nährstoffe sind jetzt da natürlich nicht dran. Aber es ist zumindest der Anfang, wie gesagt. Äpfel sind gut, weil sie eventuell auch ein wenig mit abführen, deswegen auch den Apfelsaft. Weil das funktioniert bei Schweinen genauso wie bei Menschen. Apfelsaft oder zu viel Öl oder Hülsenfrüchte, also Haufen, ja. Ölsaaten zum Beispiel, Leinsamen, führen ab, ist so. Ja, und jetzt wie gesagt, jetzt hat er was gefressen, dann kommt auch wieder ein Druck von vorne. Dann hat er auch die Chance, den Rest gar rauszudrücken. Weil anders geht es nicht. Und wenn im Magen nichts mehr drin ist, ja, irgendwann geht es dann nicht mehr gut. Deswegen schon ganz gut so. Ne? Ja, jetzt bist du satt, ne? Und das, was da innen ist, magst du nicht mehr. Jetzt steht er da. Du hast so einen scheiß Konservenfressen. Das mag ich nicht. Ja, das hast du jetzt zusammengekatscht. Das hat vorher appetitlicher ausgeschaut. Ja, ihr möchtet immer mit rüber zu sein, Anne. Aber wir haben es gestern probiert, oder also ich habe es gestern probiert. Ja, aber wie gesagt, der andere, der hupft natürlich gleich an und dann wollte er wieder zurück. Und das, wenn ich jetzt Versuch mache, der mit Sicherheit auch wieder einen guten Vorteil hat, so ein bisschen Bewegung kommt rein. Und wo Bewegung ist, das regt die Verdauung an. Ja. Schauen wir mal. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es besser wird. Der Diotz hat auf alle Fälle heute schon mal gesagt, er ist auf jeden Fall viel, viel agiler als am Freitag, weil beim Spritzen heute, ja, das sollte sich nicht gefallen lassen. Am Freitag, da war er da vorne gelegen und ist allein geblieben beim Spritzen. Aber heute ist er durch die Box da innen herumgeschossen, so wie du leckst mir am Arsch, ich mag jetzt nicht. Naja, ist auf alle Fälle schon mal ein gutes Zeichen. Also ich denke, es geht hoffentlich aufwärts. Es ist ein Lichtblick, ist am Ende des Tunnels. Also ich denke, wenn ich jetzt ein wenig drüber bleibe und ein wenig dran bleibe, dann wird es werden. Ich war heute von der Arbeit schnell daheim. Um 10:30, glaube ich, war er da. Sowas in den Dreh. Ja. Wie gesagt, muss man gucken, auf das er wieder fit wird. Und ich weiß, da mag es jetzt Leute geben, die sagen, ja, du bist ja blöd. Warum machst du so einen Aufwand und ja, hättest du halt gleich geschlacht oder was? Ich will aber nicht, dass der andere alleine ist. Wenn ich jetzt den anderen hier unten in der Box ganz alleine habe und hier überhaupt keiner mehr ist, ist doch dämlich. Will ich nicht. Da hat er überhaupt keinen mehr und man sieht schon, also er möchte gern rüber. Ich meine, die sind halt zusammen aufgewachsen, ne? Sind Geschwister. Sind Brüder, die kennen sich. Ne? Ja. Allerdings ist halt jetzt beim Ferkelchen das Problem, durch das, dass der jetzt geschlechtsreif ist. Wenn er dann jetzt rüberkommt, nachdem er den jetzt ein paar Tage nicht gehabt hat, dann besteigen! Toll! Juhu! Ich meine, schöner wäre es, wenn sie zusammen wären, weil die können sich gegenseitig wärmen, aber wenn der andere dann bloß vorne besteigen will, ist ja auch kein Sinn und Zweck. Er merkt ja, wie gesagt, dann auch nach kurzer Zeit, dass er seine Ruhe haben will und ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall, er hat jetzt einmal was gefressen und das ist gut. So. Ja. Tja, wie nennen wir das Video jetzt dann? Wahrscheinlich Krankengeschichte oder so ähnlich. Ich weiß auch nicht. Das werdet ihr jetzt dann sehen. Ich hoffe, das Ganze, das nimmt noch ein Happy End. Weil es wäre schon schade und natürlich auch traurig irgendwie,
Man hat sich an den kleinen Kerl gewöhnt, auch wenn man weiß, dass er irgendwann einmal dann. Ja. Aber. Man hofft ja, dass es da trotzdem wieder schnell gut geht und drum kümmern muss man sich. Das gehört dazu. Ich will das Tier nicht leiden lassen. Und wenn er krank ist, dann lasse ich den selbstverständlich auch nicht einfach schlachten oder was. Auf keinen Fall. Ja. Jetzt hoffen wir, dass er wieder fit wird. Wie gesagt, der hat ja noch ein bisschen vor sich. Der darf ja noch ein bisschen da bleiben. So ist ja nicht. Gucken wir halt mal. Ihr zwei, ne? Das ist ganz praktisch, so können sie sich sehen, das ist zumindest schon mal was. Der Schmudi grunzt jetzt auch immer mal wieder. Also ich denke, wie gesagt, es geht aufwärts. Hoffen wir einfach das Beste. Ja, und in diesem Sinne sage ich jetzt dann an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Und ich denke mal, ja, also wenn es nicht wieder wie letzte Woche ist, dass ich nichts habe, dann werde ich da am Freitag, denke ich, erfahren, wie es mir geht. Wegen die Videos habe ich einmal überlegt, ob es vielleicht sinnvoller wäre, ich mache die Videos nur noch, wenn ich wirklich Material habe. Oder ich mache es weiter so, wie ich es immer gemacht habe, dass ich Dienstag und Freitag eins bringe. Und wenn das am Freitag halt nicht viel Material hat, dann gibt es halt nur 9 Minuten oder 10 Minuten Video. Keine Ahnung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare drunter schreiben, was der denkt. Und ja, wie gesagt, also ich halte euch auf dem Laufenden. Schauen wir mal, dass die zwei da wieder zusammenkommen und dass der klar wieder fit ist. Gut, in diesem Sinne, eine schöne Woche. Man hört sich wieder. Bis die Tage. Servus.